durchlaufen im Rexus-Programm den kompletten Lebenszyklus eines Raumfahrtprojekts. Das beginnt mit der Idee, dem Design eines Experiments, mit dem Bau, dem Testen und letztendlich auch der Durchführung und Qualifizierung. Das Programm ermöglicht Studierenden aus Deutschland, Schweden und ESA-Mitgliedstaaten, ihre eigenen Experimente auf einer Höhenforschungsrakete zu starten. Ziel ist es, die Wissenschaftler von morgen und Ingenieure von morgen auszubilden. Die Studierenden nutzen die Forschungsraketen, um ihre Experimente in Schwerelosigkeit durchzuführen. So, man hat sich Sachen am Anfang ausgedacht, hat dann später auch gemerkt, funktioniert das eigentlich oder was habe ich gut gemacht, was habe ich nicht bedacht. Und das war ein enormer Lerneffekt. Auf der einen Seite haben wir technologiegetriebene Experimente, zum Beispiel aus der Satellitentechnik. Auf der anderen Seite haben wir Experimente, die aus den Naturwissenschaften stammen. Hier vor Ort werden die Experimente zusammengeführt, getestet. Die Rakete wird vorbereitet und dann gestartet. Direkt nach dem Start sind die Studierenden an ihren Laptops, an ihren Groundstations und kontrollieren ihr Experiment. Die spannende Phase ist die Mikrogravitationsphase, das heißt die Schwerelosigkeitsphase, in der die Experimente ausgeführt werden. Ich denke, er fliegt. Geil. Franz? Ja, das ist geil. Nach der Phase glättet die Rakete an einem Fallschirm zurück zur Erde und anschließend wird sie mit einem Helikopter von einem Recovery-Team zurückgeholt. Man lernt, wie man mit Herausforderungen umgeht, wie man die lösen kann und auch, wie man diese Probleme mit anderen Leuten lösen kann. Das Tolle an dem Programm ist, dass hier viele verschiedene Bereiche zusammenkommen, um so ein Projekt erfolgreich zu gestalten. Man lernt eine Menge vom Teammanagement, was ich jetzt mache, zum Projektmanagement, über Organisation. Und natürlich sieht man dann auch, was die Mechaniker machen, was die Elektroniker machen. Und ist was ganz Besonderes.